Gut, jetzt können wir das Ding da mal anlangen, wenn du möchtest. Ja, erstmal willkommen zurück. Und ach, du bringst dich voll durcheinander. Vor allem, du hast jetzt die Leute aus dem Bild rausgenommen. Das war voll das coole Gruppenbild. Ja, das kriegen wir, komm. Das kriegen wir nie wieder so cool hin. Doch, nein, schau, wunderschön. Nein, überhaupt nicht. Du hast doch gar nicht meine Kameraperspektive. Ich drück das Ding jetzt an. Die Vorrichtung des Schamanen kann verwendet werden, um durch das Totem der Goblins zu sprechen. Ach so. Ihr könnt es wahrscheinlich nutzen, bevor die Goblins merken, dass etwas an eurer Stimme faul ist. Was werden die sagen? Das Totem ist kaputt. Scheiße. Das heißt, wir hätten da eigentlich von Anfang an reingehen sollen, den hier unten fotzen, und dann hätten wir den... Ja. ...sagen können, Alter, lasst's in Frieden, die dürfen machen, was sie wollen. Genau, jetzt sag ich, tanzt für mich und bla bla bla. Okay, bringt überhaupt nichts. Scheiße. Ich hab doch gesagt, lass uns da reingehen. Ja, aber da waren die uns noch freundlich gesinnt. Bis uns dieses blöde Ding da angesabbelt hat. Ja, genau. Nein, bis du es angesabbelt hast. Nein, ich glaube, es hat mich angesammelt. Mm-mm. Du cheatest. Wo bist du denn gegangen? Komm da her. Ich zeig dir gleich, was Cheaten heißt. Ach ja. Ja, dann schauen wir doch mal, dass man irgendwie da hochkommt zu dem Typen mit seinen Kühen, ne? Da ist eine Kiste. Oh, das sind Orks. Flop. Ja, die Kisten hier habe ich schon angeguckt. Geradeaus sind Orks. Und da ist eine Kiste. Oh, das sind zwei Orkis. Und ein Mensch. Ein Mann. Ein Sklave. Sklave. Ja, komm, Haumann. Geh mal hin. Den Sklaven? Nein. Ja, weil du Haumann gesagt hast. Nein, so meinte ich das nicht. Bist du dir sicher? Ja. Mensch, Imperatet. Imperat. Ja. Imperat. Was ist eine freundliche, eine weibliche Imperatrettet? Imperatorin ist langweilig, weißt? Was denn das? Nur Imperat. Imperatorett? Tourette, das passt. Ja, das Imperatorett. Es könnte jetzt ein bisschen warm werden. Dann. Ah, so funktioniert das. Entschuldigung. Danke. Haha. Ha. So. Jetzt brennt's da. Ich habe das noch nicht so oft benutzt, drum. Ich wusste noch nicht so recht, wie es geht. Wasser und Luft. Das ist, glaube ich, keine sehr gute Kombination. Junge Ork-Krieger und der Ork-Waldläufer. Ich doch Waldläufer sein. Da. Und du bist wieder wach? Hallo? Ja? Geht ab. Das Feuer geht ab. Und nun? Ja, warte, ich muss ein Stück laufen. Du meinst stapsen. Taps, 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 taps. Ja, sonst kann ich den nicht schlitzen. Schalt um. So, ich kann nicht. Ich kann nichts mehr tun. Ich wollte nicht. Du kannst einfach nichts mehr. Ey, nicht weglaufen. Was zum. Hänger geht denn mit dem ab? Das habe ich nicht kommen sehen. So. Wenn ich nicht da sein kann, kann wenigstens Neko da sein. So, hat's gemacht. Mhm. Ah. Grrr. Hammer time. Da legst du nieder. Voll auf den Fuß. Fighting in your name. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Nächster bitte. Ist wieder aufgetaucht. Das ist so witzig, wie du dich immer wieder wegdrehst. Ich hab irgendwas in meinem rechten Ohr. Irgendwo rennt da was rum. Oh, da oben. Was ist das vielleicht, denn? Vielleicht ein Karnickel oder sowas? Nein, Poison Slug. Ew. Da oben sind noch tote Orks. Wer hast du dich zu mir gebeamt?
Kamera zu drehen. Ja. Und da oben rennt... Ach, wer bist du? Amadeus. Amadeus, Amadeus. Oh, oh. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Wie gut ist nicht nur ich dumme Gedanken habe. Stay back, my friend. Okay, ich halte mich zurück. Mach du es. Da muss ich dreimal klicken, dass er einmal haut. Wie, ich habe den geheilt? Diseased hast du draufgesetzt. Aber der hat sich geheilt. Ja, durch das Diseased. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ja, vielleicht hat er irgendwelche Resistenzen. Wir haben einfach nur noch nicht nachgeschaut. Ja, ich war auch zu voll zu gucken. Oh, let's talk. Just a heads up. Nee. Well, maybe that wouldn't happen if you wouldn't keep strutting about the battlefield like a barn-sized bullseye. Barn-sized bullseye. Sehr schön. Ne? 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 Das ist ja lustig. Na los. Ich kann mich nicht entscheiden, ich finde beides toll. Was ist was lustiger? Ich hab's noch nicht gelesen, ich warte, bis ich's höre. Okay, okay. So, it's my fault your arm's as steady as that of a dithering drunk. Learn to aim true or get your ass back to the academy. Da steht so, oh, so richtig Kopf an Kopf, ne? Mhm. Poser. Den krieg ich. Oh, Molotov. Oh, ein Kochtopf. Maybe the lock can be jimmied. Knacken. Ich mach schon. Erster. Wie, du bist schneller als ich. Ich kann's halt. Eisenhelm, Eisenhelm. Love Grenade, ja. Muss der was, Love Parade? Nein, Grenade. Achso. Blessed may you be by all seven gods, dear champion. But for your timely intervention, I would have ended up in either an orcish cauldron or the goblin slave pen, whence these thugs were ordered to march me. Wie seid ihr hier gelandet? I'm from Hunter's Edge. Mit einem UFO. Heed my advice and stay well away from that pitiable place. For no human may walk there freely anymore. The orcs came in the night. And we stood as much chance as chickens would, locked in a hen house with a pack of starving wolves. Not to mention that our champion Medora had already abandoned us. Son of a mother. Those who escaped their initial frenzy, eluded their horrid hunger, were all enslaved. I myself was en route to be sold as a slave to the goblins. But those idiot orcs denied to pay a troll their eternal troll toll. Needless to say, the troll toll is so good. A fight, that brute of a troll, one with flying colors. We merry three were the only ones to escape the carnage and taking a bit of a breather. That is to say, the fight had made my orc guardians hungry once more. Had Pudgy Pete survived, it'd have been skinned and chopped by now. Regular devils, these orcs. Ja, ich habe theoretisch noch einige weitere Fragen. Ich wüsste nur nicht welche. Achso. Erzählt mir etwas über die Goblins. The Goblins have been the masters of Silverglen's mines for a while now. Took it by force. From what I hear, the erstwhile miners back in the village have no idea their brethren from Hunter's Edge are being forced to slave in their lost quarry. The more fool them. Wisst ihr mehr über die Minen? Was interessieren uns die Minen? Die haben wir doch schon platt gemacht. Okay, dann bin ich mal weg. Ja, ciao, tschüss, auf Wiedersehen, schlaf gut. Peace out. Apropos schlaf gut. Ah, okay, dann ist der Archibald und Amadeus. Amadeus, Amadeus. Trolle. Okay. Oh ja, da oben sind die Giftschnecken und da ist der Troll mit seinem Trollzoll. Mit seinem Trollkind mit auch noch. Ein hyperaktives Trollkind. Ja, aber hallo, ey. Da ist ein toter Ork. Geht's denn eigentlich hin?
Keine Ahnung, ich schau gerade mit der Kamera nach links. Da geht's wenn man nach links hochgeht, dann kommt man, glaube ich, dahin, wo man den Typen vorhin gesehen hat mit seinen Kühen oder was das war. Ah ja, okay. Ist hier unten? Ne, hier unten gibt's nichts mehr, ne? Was sagt denn die Karte eigentlich? Ne, wir könnten dann... Jetzt muss ich mal orientieren. Ich habe keine. Hier. Orientierung? Wow. Ja, genau. Ja, erstmal da hoch. Wir könnten die Schnecken von hinten angreifen. Wenn wir hier in die Richtung laufen. Oder okay. Wir könnten das Ganze von vorne angreifen, wenn wir in deine Richtung laufen. Mir egal. Ich komme jetzt einfach zu dir. Go for the cup. Okay. For the cup I go. So, warte mal. Ich lasse das mal die Dot-Team. Wo ist er denn? Machen. Das ist ein Slug Level 15. Oh, Feuer vielleicht? Feuer und Luft, ja. So, warte mal. Feuer. Explosion. Oh, warte. Dann warte kurz. Ich ziele schon. Feuer und Luft, sagtest du, dann... Mhm. Wir haben sie jeweils Minus. Feuer und Luft. Gut, ja. Go. Arrow recovered. Ich will da jetzt aber nicht rein. Vielleicht kannst du irgendwas rein... Oh, ich kann eine Granate schmeißen. Vielleicht genau. Funktioniert das jetzt auch. Richtig. Vielleicht. Angeblich kannst du das ja jetzt. Ja, angeblich kann ich das. So, dann sag mir doch auch mal, ob es wirklich so war. Ja, mal schauen. Nett, dass es jetzt am Holz oder so hängen bleibt. Das wird's auch zum Brüllen. Ja. Nee, genau da, wo ich es hingezielt habe. Boah, leck. Boah, leck. So, die Trolls haben aber auch unseren Bock auf uns. Verprügelt sie, Papi, verprügelt sie. Ach, wie süß. Ah, nee, dann sollen die erstmal in die Nähe kommen, dann schmeiße ich nächste Granaten, weil ich renne jetzt nicht neu. Nee, mach ich auch nicht. Archibald, los, komm her. Der ist wütend. Ja, dick. Oh ja, genau, parkt alle da drin, das ist perfekt. Dotti ist am Zug. Hauen wir auf das Kind? Nein, das Kind hauen wir nicht. Okay. Noch nicht zumindest. Dotti kann nichts mehr. Na gut. Was hat der denn so Schönes? Panzerbrechende Granate. Die du nicht schmeißen kannst. Blendgranate. Meteorgranate. Oh oh. Du kannst doch gar nicht. Oh. Okay, also, ich bin überrascht. Die funktioniert gut. Ja. Und ich kann noch mehr tun. Okay, was kann ich noch tun? Solchen Granate ist, glaube ich, nicht gut. Hm, glaube ich auch nicht. Ach komm, ich probiere. Passt. Nächster. Ich bin überrascht. Ich auch. Aber gut, ich habe es eigentlich nur ganz weit weg von uns geschmissen. Das wäre jetzt echt ein Wunder gewesen, wenn die uns noch wehgetan hätte. Mm. Da. Oh, die Slug hauen ab. Ja, und heilt sich, weil es durchs eigene Gift eiert. Boah, das ist voll smart. Ja. Ja, komm, lass ihn einfach herkommen. Achso, ich hätte eine Granate geschmissen. Achso, nee, lass ihn herkommen. Okay. So, rasend vor Wut. Oh. Oh. Au. Obwohl. Jetzt bin ich gerollt. Ah, der rennt auch außen rum. Das ist zu weit. Nein! Wie jetzt? Hab den dicken, fetten Schleimbatzen nicht getroffen. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn die außen rum rennen? Ich weiß es nicht, warten. Okay, aber wir sollten vielleicht aus dem Öl rausgehen. Ach so, ja, das kann. Ja, ich glaube, da haben wir noch ein paar Gelegenheiten. Ja, glaube ich auch. Klappern, Daddy, klappern! Das ist so süß. Boah, brennend, trotzdem. Da-da-da-dum. So, was macht der große Dicke? Ja, der läuft. Der läuft wirklich außenrum, ich glaube, ich spinne. I think I slug. Ein Stückchen muss ich noch. Und dann habe ich einen Feuerpfeil für dich. Nein, die ist zu weit weg.
crap. Könntest jetzt natürlich ganz fies da hier Regen reinmachen. Aha. Komm halt zu mir vor. Ach so, ja, okay. Ah ja, stimmt, ich kann inzwischen nochmal Regen machen. Ja. Wir sind da dann eh durch. Vielleicht. Ach, halt halt rum. Echt, ja. Köpfe. So, wir haben auf jeden Fall High Ground. Ja. Was meinst du, wie lange der braucht, um herzukommen? Ich weiß es nicht. Werden wir schon sehen. Dottie ist am Zug. Dottie ist nicht am Zug. Nein, das ist nicht am Zug. Niemand ist am Zug. Der sitzt schon unten beim Lagerfeuer. Ja, hab's gesehen. Giftschnecke. Poison-Slug braucht 3 Stunden. Ach, die will da jetzt echt auch außen... Oh, ist die dumm. Was machst denn du? Achso. Naja, ich verbrauche ein paar Punkte, weil irgendwann kriege ich keine Punkte mehr und... Soll halt herkommen. Ich habe noch einen Dekapitator. Dekapitator. Los, komm du mal zu mir vor. Ich bin doch schon hier. Bist du gar nicht. Come forth and weave a tale for me. Jetzt stehen wir halt echt da wie eine Armee. Wir sind eine Armee. Ja, wir sind halt echt selten in der Überzahl. Mhm. With pleasure. Blöde Schnecke, die holen wir uns auch noch. So, Dicker. Hi. Es läuft. Was geht ab? Boah, der ist auch fast voll. Also, hau mal. Ich muss meine Maus hier nehmen. Hau mal. Hau noch mal. Oh, Pieks. Voll einen dicken Bauch. Ja. Was? So, warte mal. Ich könnte mal gucken, was hat denn der? 50 Feuer, 50 Wasser. Luft hat er nur 10. Erde, Gift können wir voll vergessen. Und Wucht minus 50%. So, apropos, was habe ich? Habe ich einen Wucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe nur Peaks. Mit Wasser. Ich hab nur Peaks und Schlitz. Warte mal. Wasser hatte er 50. Okay, nee, dann habe ich jetzt einen ganz normalen Peaks einfach nur. Peaks. So, und du? Hat Schnitt. Habe ich nicht auch was anderes? Schnitt, Schnitt, Schnitt. Wucht und Luft. Luft, ja, Luft war nur sehr. Okay, dann kann ich ihn zumindest schon mal nicht heilen. Das ist gut. Drauf auf den dicken Bauch. Ja? Crazy. Was zum Henker? Oh, kritisch. Ja. Oh, jetzt hat sie ausgehauen. So, Lina. Was hast du gesagt? Luft und Feuer? Luft hauptsächlich. Aber du kannst auch selber einfach mal schnell nachgucken. Ich guck gerade. Nee, Luft hatte nur 10% gehabt. Der Rest ist relativ hoch. Luft hat er gerade gar nichts. Echt? Ja. Flankiert vielleicht? Nass? Ja. Und raged. Aber gut. Rage! Aber das ist vielleicht ungünstig mit Luft, weil immerhin steht er in Blut. Eine Sekunde. Ich habe doch noch mehr Feuer in der Hand. Könnte ich zumindest. Das Feuer da. Schissluft. Mach ich Doppelfeuer. Okay, das hat jetzt nicht zu viel reingehauen. Das stimmt allerdings. Die Schnecke. Der steht gerade so in meinem Radius, ne? Mhm. Weil er sich so weit wegstellen musste. I gouge!
Workout. Ach nee. Alles gut. So. Jetzt ist er mal dran. Oh, und er macht sich schon mal dick. Na, er hat sich die Rüstung angezogen. Ja. Arsch, mit Ohren. Ja, super. Jetzt haben wir halt eigentlich schon fast tot gemacht, bevor er überhaupt mal eine Aktion starten kann. Ja, und dann heilt er sich, ups. Dann heilt er sich einfach. Pieks. So, warte mal, hat sich jetzt hier was geändert? Feuer, Wasser. Ja, stimmt, Luft ist jetzt komplett weg. If this battle be my last, no, I went out fighting in your name. Ja, ja, ja. Oh, nice. So. Du bist dran. Ah, schönes Wetter, schön. Ob ich das tun kann? Das wäre lustig. Oh ja, das kann ich wirklich. Willst du ihn wegschmeißen, oder was? Ja, ich schmeiß ihn weg. Wo schmeißt du ihn hin? Vielleicht aber nur nach links oder so? Ja, ja. Batz. 134. Finde ich gut. Jetzt schlägt. Ah, jetzt ist auch in meinem Radius drin. My fangs sink deep. Meine Reißzähne bohren sich tief. I needed that. Ich höre voll, wie du klickst. Echt? Ja. Bart. Aua. Du auf dem Schädel. Aha. Dekapitator. Los, lauf dahin, mach ihn platt, Alter. Pieks. Genau. Von dem Dekapitator geht aber ganz schön oft auf den Bauch. Ja. Oh. Los, mach ihn platt, bevor sie wieder heilt. Der Nerd hat die Ehre. Da liegt voll das Geld. Wo ist denn die dumme Schnecke? Oh Gott, die steht da drüben noch rum. Tatsächlich, ja. Und das Amadeus kommt gerade hergewatscht. Oh. Aber der ist noch nicht im Kampf, oder? Nein. Was will der denn hier? Was ändert? Das werden wir gleich sehen. Es läuft, Digga. Okay, jetzt ist er zumindest da. Stufe 8, Sympathie 0, Lebenspunkte, Opportunist, aber ja, nicht im Kampf. Nee. Na, lauf du mal rüber und mach ihn platt. Wake up, Daddy! Wake up! The humans need more clubbing. They need more clubbing. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal zu dieser blöden Spinne laufen. Schnecke. Ja. Ja, Schnecke, Spinne, ist alles das gleiche. Das Bein ist eklig. Kann deine da drin mal Feuer machen, dass das alles explodiert? Muss ich mal gucken. Weil dann könnte ich da nämlich durchlaufen vielleicht. Weil der ist auch außen rum gelaufen. Vielleicht kann man auch außen rum laufen. Mal gucken. Ach so, ja, okay. Ich kann gerade innen mal schießen. Ach so. Ja, lass halt einen Tynerd stehen, der kann sich ja dann beamen oder so. Ja, genau. Geldaufsammler. Ich glaube, ich gehe auf die Augen. Oh, ich bin tot. Ja, nee, ich kann... Oh, oder? Hahaha. Jawohl. Nein, es läuft aber immer noch nach unten. Sie ist jetzt die ganze Zeit da stehen geblieben. Ja, und jetzt läuft's. Ja, dann läufst du ihr hinterher und ich gehe ihr entgegen. Mal schauen, wer schneller ist. Ja. Ich gehe erstmal mit 5 Punkten dahin. Ich wette, ich bin schneller. Mir ist mir egal. Du musst nur halt irgendwann mal drücken. Ja, ich muss erst mal zielen. Oh, wow.
Bist du ja wirklich weit gekommen. Ja. Ja, warte mal. Beam dich. Eben. Dann lasse ich dir jetzt hier mal noch mal hinlaufen und dann beam ich mich. Ja. Ja, ach, es kommt auch wieder zu ja, mir. Ja, ist ja schön. Kommt, Mama. Trauriges Rotwild. Oh. Seems like these trolls have been busy of late. Ach, echt? Die Dotti kann sogar fast herlaufen. Oh, oh, bumm. Ah. Giftschnecke! So, Du landest vermutlich im Gift. I need a remedy! Ja. I need a remedy! Ach, wow. Stehst da direkt davor, hey. Ja. Du bist ein Held. Schwabbel wie Wackelpudding. Ja. Au. Wow. Witzig. So das sah sehr süß aus. Flummi-Arm. Komm, lass die nochmal hauen. Das ist goldig. Dann halt nett. Niemand mag Haare von Leichen. Oh, ich bin ja halb nicht mehr lebendig. Ja, das Gift ist wohl giftig. Ich lauf. Ach, Knochen. Können wir die Schmetterlinge einsammeln? Sind Zwergen. Können wir jetzt mit dem Baby da labern? Ich weiß ja nicht, laufen wir hin. Nö. Ich meine, wir können halt angreifen. Wollen wir ihn angreifen? Lass mich dich erstmal kurz heilen. Ja. Do it. Nee, von mir aus kann man das stehen lassen. Gut. Wenn der uns nichts tut, tun wir ihm auch nichts. Gut. Achso, mit dieser Brücke kommen wir quasi ins nächste Level. Wo das auch immer sein mag. Ja, genau, da oben ist. Nö, da, das lassen wir ja erst einmal, ne? Da ja. Taucht wahrscheinlich eh bloß wieder die Katze auf und sagt, dass wir hier noch nichts verloren haben. Ja. Das ist ein Schaf! Oh, da kommt ein Typ. Ja, der Flippy, Roy. Flippy, der Schaf. Wollen wir uns den fürs nächste Mal aufheben? Können wir auch. Machen wir so, wenn man hier rechts steht. Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Band 20 müsste das sein. Rechts an der Bank. Ja, ich hab's gesehen, gefunden. Okay. Na gut, machen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Also, stehen bleiben. Entschuldigung. Dankeschön fürs Zugucken und ciao. Tschüss. Das heißt ciao. Ciao mit au. Genau. Tschüss mit üs.